Hallo, mein Name ist Oliver Bellersheim. Ich bin Bundestrainer bei der WKF Kickboxing Germany und ich möchte euch heute zum Thema Leichtkontakt für die mittlere Stufe Techniken zeigen. Ich zeige euch bis zu 6 Videos in diesem Bereich und die weiteren 6 Videos stelle ich diesmal in den Backstage-Bereich, der ganz neu ist. Den findet ihr unter www.kickboxdichfit.de. Dort könnt ihr euch anmelden und weitere Videos, die wir im Verlauf gedreht haben, sehen. Gut, wir kommen zum Thema. Thema ist Beine fangen. Wie weiche ich den Kicks aus oder noch besser gesagt, wie fange ich Kicks, so dass sie mich nicht treffen? Und dazu habe ich die Sarah wieder dabei. Sie war schon im ersten Teil Kickboxen für Einsteiger, also Kampf-Kickboxen für Einsteiger. Und mittlerweile hast du dich ja auch stark verbessert. Und diesen Fortschritt möchte ich euch auch gerne zeigen, was die Sarah so gelernt hat. Gut, Beine fangen ist das Thema. Das heißt, wir stehen gegenüber, bewegen uns ganz leicht, ruhig mitmachen direkt. Und dann kommt zum Beispiel ein Kick von dir, vorderes Bein. Ja? Nochmal, vorderes Bein. Ab. So, das bedeutet, eine Hand von mir ist am Kopf geblieben, hier oben, nochmal in Zeitlupe. Eine Hand ist nach unten gewandert, hier kannst du ruhig reinhängen, die Hand, ja, machst du gemütlich. So, und jetzt ist es eben die Sache, dass ich den Kick, der eigentlich nach vorne kommt, vom Stoß her, umleite zur Seite und drehe sie dann mit dem Rücken zu mir. Auch das ist wieder eine schließende Bewegung und für mich ein Vorteil, einen nächsten weiteren Schlag zu setzen. Nochmal. Wir bleiben erstmal im vorderen Bein, weil es einfacher ist zu realisieren. Nochmal. Und Kick nach vorne. Ab. Gut. Von der Technik klar, einfach zu verstehen. Jetzt muss ich aber trotzdem noch was machen. Weil eigentlich kommst du ja vorne reingerutscht mit einem Slide. Und das brauchen wir. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Sie kommt ja mit Geschwindigkeit zu mir nach vorne rein. Das heißt, nochmal. Rutsch mal rein mit dem Kick. Nochmal. Ab. Das heißt, ich muss mein vorderes Bein zurückziehen und den Bauch, der vorher hier war, komplett nach hinten holen. Wenn ich das nicht mache, mach zum Beispiel einen Roundhouse-Kick. Kick mal. Reingerutscht. Ja? Richtig reinrutschen. Ab. Dann fange ich mir den Kick nämlich wirklich richtig rein. Das heißt, ich muss rausgehen und den Bauch einziehen und den Kick durchschleifen. Nochmal. Reinrutschen mit Slide. Komm mit Geschwindigkeit. Ab. Und wieder. Und ab. Okay, üben wir das mal, du bist dran. Okay, aus der Bewegung, ich komme rein und du gehst zurück und ziehst das Bein weg. Und wieder, immer wieder. Und ab. Und mal ein Roundhouse-Kick. Und ab. Jedes Mal dreht sie mich so, dass ich mit dem Rücken zu ihr lande. Nochmal. Und ab. Und wieder. Und ab. Okay, und das ist die schließende Bewegung. So fängt man Beine mit dem vorderen. Kommt jetzt das hintere Bein, mal langsam, muss ich den hinteren Arm auch nehmen. Ne? Das heißt, ich muss diagonal arbeiten. Auch wieder Fuß zurückziehen, Bauch einziehen, drehen. Und wieder steht sie mit dem Rücken zu mir. Ne? Nochmal. Ab, Folgeschlag, dann natürlich mit der anderen Hand. Ja, das ist eine Übung, Beine zu fangen. Da geht es aber wirklich nur um die Kicks, die zum Bauch kommen. Nicht die Kicks, die zum Kopf kommen. In dem nächsten Video kommen wir zu den Kicks, die oben zum Kopf fliegen. Und wie wir das machen, zeige ich euch beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.